Hallo ihr Lieben, euer Ghost ist hier und herzlich willkommen zurück zur Ape Academy. Heute werde ich mich komplett blamieren im Überlebensmodus, weil jetzt wird wirklich alles abverlangt. Es wird nochmal eine Kategorie sortiert, Verstand, Technik und alle Genres. Und hier musst du einfach wissen, was du zu tun hast. So ein bisschen wie bei WarioWare. Fängt direkt an mit Affenzählen, bedeutet, ich habe schon jetzt verkackt. Oh mein Gott. Okay. Da bin ich mir zu 100% sicher, dass es richtig ist. Zum Glück fängt das auch super einfach an. Aber es wird natürlich, je mehr Minispiel du schaffst, immer und immer schwerer. Und das wird das Problem. Wenn jetzt ein Minispiel kommt, was ich plötzlich nicht kann, verloren. So ein Leben, wenn du es nicht schaffst, bist du raus. Oh nein, nicht das. Ein Fehler, das war das letzte Zeichen. Oh mein Gott, 5 Zeichen macht es mir noch schwerer. Falsch. Der ist falsch. Ach, das war's schon. Gott, Leute. Ach, das war's. Ja, jetzt der Schwierigkeitsgrad noch easy, aber es wird wahrscheinlich relativ schnell zunehmen. Nein! Bitte Kopf drehen, Gerät drehen. Ja, genau. Dreht euren Bildschirm, Leute. Dreht ihn. Boah, das war so knapp schon wieder. Mann. Das Minispiel ist so gemein. Weil, wenn PSP hast, kannst du halt einfach drehen. Mann. Oh, Quiz. Quiz ist immer cool. Ach so, das Quiz. Das ist mega einfache. 18 plus 2, 20. Das ist so easy, das könnt ihr sich auch sparen. Echt. 5, 2, 3. 45. Korrekt. Wer wird Millionär? Mit City Archer. 16. Gut, das ist ja nicht das Wer wird Millionär-Quiz, das ist einfach das Mathe-Quiz. Und das ist so einfach. Das ist so einfach, dass schon wieder langweilig ist. Oh, Völkerball. Stimmt, das war ja bei Gedächtnis. For whatever reason. Bin ich hier safe? Nein, da war ich nicht safe! Oh! Ja, ich habe ja gesagt, es wird ein kurzer Part. Wer jetzt denkt, oh mein Gott, alle Überlebenssachen, nee. Und hier kommt direkt das Tier-Minispiel, das kann ich ja sowieso nicht. Tja, Leute, ein kurzer Part. Olé! Okay, hier ist das Tier-Minispiel aber noch richtig einfach. Oh nein, was ist denn jetzt los? Olé! Oh, ich hab's tatsächlich das erste Mal geschafft. Sehen wir die Animation wenigstens auch mal. Oh Gott. Olé! Olé! Wollen wir Rose kaufen? Rose! Gott, ich muss nur 5 Rosen verkaufen. Wisst ihr, bei Minispiel-Sammlung, da habe ich 31 Rosen verkauft. Also, ja. Ja. Das war easy. Das Minispiel kann ich eigentlich auch gut. Sollte ein Klacks werden. Ich bin echt gespannt, wie ich mich jetzt schlage. Das erste war schon mal katastrophal. Das Verstandgedöns. Komm hier, fang. Ich lege es natürlich jetzt auch nicht drauf an, irgendwelche Highscores oder solche aufzustellen. So als Kindergarten. Aber ich will mich ja nicht blamieren. Das ist halt wichtig. Na komm, dann. Nimm die Bomben. Komm, verherzen. Ein Silbertablett präsentiert. Das ist so random, ne? Sieht so aus, als würde es wirklich servieren wollen. Was sind da Bomben? Und Bomben servierst du nur deinen schlimmsten Feind. Ist einfach so.
Na komm. Oh Gott, war das knapp. Bloß nicht hochstapeln. Schon geschafft. Oh Gott. Das war so easy. Scheinschirrpapier. Das kann ich. Außer der goldene Typ kommt wieder. Für die, die den Part gesehen haben, wo ich die Minispiel gemacht habe, diese Art, kam so einer in eine goldene Rüstung. Der ist komplett abgegangen. Keine Chance hatte ich. Keine Chance. Und ich wäre eigentlich echt gut im Minispiel. Basketball und Fußball, ja, das ist mein Lieblings-Schaschlik-Spiel. Ist auch im Real Life. Schmeckt richtig gut. Dieser ledrige Geschmack, einfach unvergleichlich. Müssen wir selber probieren. Schaschlik-Spiel ist Basketball, Fußball. Schön ein bisschen grillen. Köstlich. Das Minispiel war so schwer in der Minispielauswahl. Hier ist es wieder komplett easy. Na, okay. Vielleicht nicht komplett. Aber viel, viel einfacher. Und das ist natürlich auch das Windmühltal aus Ape Escape 2. Hat man wieder die Anspielung. Also das Spiel basiert hauptsächlich auf Ape Escape 2. Und Ape Academy 2 basiert auf Ape Escape 3. Das ist der Witz. Warum gibt es kein Ape Academy, was auf Ape Escape P oder Teil 1 basiert? Gutes Jonglieren jetzt kommt und nicht später. Ihr wisst ja, mehr als drei Bälle kann ich nicht. Sorry. Komm schon. Jonglier wie eine Göttin. Na, geht doch. Und er nimmt den Jonglierball im Mund. Wie das auch mal geht mit diesem Mund und mit den Bällen. Naja, hinterfragen wir die Logik nicht. Oh, Game Over, Leute. Wisst ihr, wie schlecht ich in diesem Air-Hockey-Game bin? Aber gut, wenn der Gegner natürlich nur schlechter ist als ich und Eigentore macht, dann habe ich nichts gesagt. Das Spiel jetzt ist perfekt über die Bande und macht den Puck rein. Der Typ ist echt schlechter als ich. Das musst du erstmal hinkriegen. Schlechter sein als das Ziel in Air-Hockey. Na, ja. Dann mache ich erstmal wieder ein Eigentor, ja. Man kennt's. Die Eigentor-Queen. Ja, und jetzt? Was jetzt? Gott, war das scary. Da habe ich die Lücke gesehen. Schamlos ausgenutzt. Ist voll cool, wie da die Planeten auch in den Tisch lang schlittern. Oh nein, nicht das. Das kann ich doch gar nicht. Komm. Der fällt runter und nimmt die andere mit. Da ist einer mit einer Gun. Falls ihr euch erinnert, der mit der Gun füllt die Munition wieder auf. Ist der jetzt weg? Ich glaube, der ist weg, Leute. Der ist weg mit der Pistole. Oh nee. Da! Dich brauche ich. Fällt jetzt runter? Nö. Oh, das Minispiel, ich hasse es. Das ist so seltsam. Aber wir haben es geschafft. Weil hier hast du, glaube ich, unendlich Zeit. Ich mag das nicht. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder das. Das ist so stressig. Das ist das stressigste Minispiel, das ich in meinem Leben gespielt habe. Not gonna lie. Bitte was? Da hatte ich früher immer Probleme. Weil eine Rose kaufe? Komm, nimm die Rose. Nein, da schlägt mir zusammen. Ich meine, die mit roten Helm, die nehmen die Rose nie. Seht ihr das? Die muss man einfach meinen. Gott, ist das easy. Gebt mir eine Challenge. Ich will eine Herausforderung. Oh, nicht das schon wieder. Hier wiederholen sich die Minispiele auch. Weil es am wenigsten Technik-Minispiele gibt. Technik-Minispiel gibt es am wenigsten. Nein, die Bombe! Oh. Gott, war das knapp. Das
war so knapp, echt. Eine Sekunde später, ich hätte es nicht mehr geschafft. Es sind nur 8 Bomben, okay. Kriegen wir hin, hoffe ich. 5 Bomben. Komm, let's go. 2 Stück. 1 und 2. Sind das eigentlich Ingenieure oder was, die die Bomben entschärfen? Ich meine, wo machen die Bomben hin? Die waren nur gezündet oder so. Oh. Kein Typ in der goldenen Rüstung bedeutet, wir sollten das schaffen. Nur Angst vor den in der goldenen Rüstung. Der Typ war echt nicht mehr komplett normal. Der war so krank. Nein! Oh Gott! Zum Glück ist er gestorben. Das Papierdings da, das hat mich erwischt. Wassermelone und Ananas. Kriegen wir hin. Wird gemacht, Chef. Ja, dann gib mir auch mal eine Wassermelone. Der Fußball hat genau die gleiche Form. Kriegst einen Fußball. Hallo, ich krieg keine Wassermelone. Was ist das für eine Frage? Jetzt. Nein, jetzt kamen 2 gleichzeitig. Oh, ist das dumm. Komm, gib mir jetzt die Ananas. Gib mir die nasse Anna. Ja. Boah, da kann man sogar failen und man schafft es trotzdem noch. Dieses Minispiel ist so verdammt easy. Da fehlen mir die Worte. Das Minispiel ist nicht so leicht. An was das eigentlich angelehnt ist, wie schwer ist Monkwixot? Und den Affen gab es ja auch im Spiel. Also in Apex Cave 2. Und da hieß es ja so, hat Angst vor Windmühlen. Und jetzt sind hier Windmühlen. Weil diese Szenerie sich ja abgespielt hat. Oder was? Ich verstehe es halt nicht. Monkwixot hat Angst vor Windmühlen. An welche Legende ist das angelehnt? Sagt es mir. Oh Gott, schau mich an. Wie gesagt, 3 Bälle nehme ich. 4 Bälle, Game Over. Und das nicht mehr bei WarioWare, wo du 3 Versuche hast, 3 Leben hast. Ein Fail, direkt verloren. Sag doch, ist das Dark Souls der Minispielsammlung? WarioWare ist Kindergarten gegeben. Yay! 2 Bälle, jetzt kommen die mal langsam hier an, Bruder, bei meinem Schwierigkeitsgrad. Ich fühle mich ein bisschen unterfordert. Mann. Oh nee, das hätte ich nicht sagen dürfen. Ich fühle mich ein bisschen unterfordert, sagt sie. Mann! So, noch Fragen? One shot. One goal. Ich glaube, ich sollte auch nicht schmettern, weil ich einfach die Geschwindigkeit nicht handeln kann. Und die Bots können es ja komischerweise. Können die besten Schüsse machen und die kriegen halt alles. Guck dir das an. Ich fühle mich ein bisschen unterfordert. Ich fühle mich ein bisschen unterfordert. Ja. Das ist der Preis, den ich zahle. Die bittere Niederlage. Oh nö. Jetzt vergleiche ich direkt das erste Minispiel. Weil das schaffe ich ja nie. Wisst ihr ja, das ist ja mein Nemesis, dieses Game. Und ich hasse es. Dieses Minispiel macht mich auch irgendwie for whatever reason richtig aggressiv. Ich hasse das einfach so sehr. Da! Ich muss irgendwas werfen. Ich muss irgendwie meinen Frust abbauen. Ey, ohne Scheiß. Ich habe den genauso getroffen wie er mich. Das ist der größte Rotz. Programmierpaste Deluxe. Echt? Nö, das zählt nicht. 0 Minispiele geschafft, ja. Ist mir egal. Jetzt habe ich nicht mal mein Steckenpferd. Hier ist Fußball oder was. Was ich eigentlich immer gewinne. Okay, jetzt muss ich mir mal wieder am Riemen reißen. Der Eigentor, komm. Perfekt. Leute, ohne Witz, dieses Wrestling-Spiel oder was das überhaupt ist, dieses Box-Spiel, das hat mich so aggressiv gemacht, dass ich jetzt nicht mehr das Fußball spielen kriege.
Und jetzt der Torwart natürlich in John Luigi Buffon, der alles hält. Okay. Na gut. Das Blöde ist, unentschieden reicht dir, glaube ich, nicht. Du musst wirklich gewinnen. Oh, das wird ein Eigentor, liebe Freunde. Nee, doch nicht. Okay, 2-2. Brauchen trotzdem noch einen Punkt. Brauchen nur ein Tor. Komm schon, sitzt hier vorne noch ein Tor. Glaubt an mich, ihr Lieben. Nein! Es war fast ein Tor, aber ein Eigentor. Gott, die Zeit, Leute, die Zeit. Yes! Okay, 3-2. Jetzt kann ich mir reinlassen und ich bin perfekt zufrieden. Super. Oder ich mache einfach nur ein Tor. Umso besser ist es. Yay! Oh Gott. Ja, ich kann perfekt pfeifen. Habt ihr es gehört? Gibt nicht umsonst einen Pfeif für einen Schiedsrichter. Oh, das Minispiel. Cool. Da haben wir einen Freerun. Aber das Minispiel, das verkacke ich nie. Egal wie hoch der Schwierigkeitsgrad ist, schaffe ich immer. Es ist so easy. Also ich weiß echt nicht, wie man es verkacken soll. Fallschirme gibt es genug. Die Affen sind leicht zu fangen. Ich weiß nicht. Ich finde das mega einfach. Klar, wenn die ganze Zeit so runterfließt mit Schallgeschwindigkeit like das, dann wirst du es wahrscheinlich nicht schaffen, aber sonst. Ist halt nicht auf Zeit. Kannst du jederzeit abbremsen. Sehr schön. Voll klaut das Geräusch von WarioWare. Na, ja, hat er aber einen Affen verpasst. Ja, wow. Und selbst wenn man einen Affen verpasst, hat man es trotzdem geschafft. Ist ja der Witz. Nee, das klingt echt genau wie von WarioWare. Acht von neun. Das Ergebnis, was ich eigentlich im Durchschnitt bekomme. Manchmal 7 von 9, manchmal 9 von 9. Nein, das Minispiel, was ich nie hinkriege. Oh nee. Ernsthaft? Endet jetzt hier schon die Reise? Boah, war das knapp. Girl, mach's nicht so spannend. Was habe ich gerade gesagt? Girl, mach's nicht so spannend. Was macht das, Girl? Das macht das richtig spannend. Oh, guck mal, wie viel Zeit wir haben. Das sollte jetzt echt mal ein bisschen chillen. Wir sind schon bei Ebene 4. Bei 1 ist, glaube ich, Ende im Gelände. Gott, war das knapp. Wir sind eben auf Ebene 4 gewesen. Da hatte ich 60 Sekunden, jetzt ist es nur 40 Sekunden, ey. Komm schon. Ja, komm, hier warte ich nochmal. Ja, noch ein bisschen Zeit. Ich will das mal schaffen, dieses Ninja-Spiel. Ich glaube, ich habe das nie geschafft. Yes! We did it! Guck. Haben wir das Ending auch mal gesehen. Wunderschön. Yay. Oh, direkt das andere Ninja-Spiel, was genauso schwer ist. Ihr merkt schon, ich bin nicht wirklich amused darüber. Was zum Geier? Ein schweres Minispiel hintereinander. Das Zeitlimit ist unfair hier. Ich finde, hier brauche ich so 20 Sekunden mehr Zeit, damit das fair ist. Es gibt halt dieses falsche Minispiel, was ich so mega einfach finde, und dann gibt es das hier. Das Spiel ist sowas von nicht gebalanced. Manche Minispiele sind einfach Kaiser Mario, Dark Souls. Manche Minispiele sind einfach, was weiß ich, Kindergarten. Dora der Explorer Niveau. Ist doch wahr. Das ist wirklich wahr, Leute. Deswegen, also es wird ja natürlich nur ein Fazit geben zu dem Spiel im nächsten Part. Ein Review quasi und das wird meine Kritik sein. Boah, das war so knapp.
Minispiele sind eigentlich richtig cool. Gute Singleplayer-Minigames. Aber der Schwierigkeitsgrad ist halt so blöd gebalanced. Weiß nicht. Jetzt hätte ich fast verkackt. Kurz vor Ende des Levels. Wow. Komm mir echt. Also ich schwitze, glaube ich, auch ein bisschen. Ah, das beste Minispiel ever. Dir verliere ich nie. Kann schon mal dein Todesurteil besiegen. Kannst dein Grab schon mal schaufeln, das wollte ich sagen. Mann, was ist das? Einfach meine Eier schlagen. Das ist hier der Trick. Eierschlag. Mann, was? Warum ist der jetzt so gefährlich? Hä, ich verliere nie. Der Typ ist einfach krass. Komm. Ciao. Goodbye. Ich wollte halt, dass die Zeit auf 69 steht. Nice. Auch das Minispiel. Das nehme ich. Das ist ein Free-Win. Das verkacke ich nämlich auch nie. Und selbst wenn man verkackt, zählt das als nicht komplett versagt. Du musst halt wieder von vorne anfangen. Hier kriegst du tatsächlich eine zweite Chance. Das ist das Witzige. Hui. Guck, und schon sind wir da. Oh, wie leicht das ist. Ich habe nur 38 Sekunden. Ich bin jetzt schon mal Banane. Heftig. Oh nein. Okay. Hier könnte unsere Reise enden. Ich habe 100 Jahre gebraucht, mit den anderen auch. Der hat einfach sofort losgeschossen. What the fuck? 048. Ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass du sofort schießt. Gott, 048. Ich hasse Reaktionen ins Minispiel. Oh, wisst ihr, was ich noch hasse? Dieses Minispiel. Ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, dann nein, ich. Ich glaube, es reicht nämlich nicht. I don't know. Ich muss weiter werfen als der Typ. Es reicht. Oh Gott, es sind genau 15 Meter. Ich glaube, es ist einfach mehr als 15 Meter. Okay, Game over, Leute. I tried so hard, but in the end... Ja. Das Minispiel ist einfach... Da haben... Weiß nicht, da haben die Entwickler irgendwelche Drogen genommen, haben sich voll gekippt, voll gesoffen und haben das Minispiel gemacht. Und haben dann keine Lust mehr gehabt, haben die Orang-Utans programmieren lassen und das dann aber rausgekommen. Das Minispiel ist so schlecht. Das war ein absolutes Hass-Minispiel. Gut, jetzt mal ein Genres. Nee, das Boxkampf-Minispiel, das finde ich mal ein absolutes Hass-Minigame. Das ist so schlecht. Nee, echt. Doch kein Boxkampf, das ist ein Clown-Fiesta. Immer da. Was ein Quatsch. Echt. Das ist komplettes Clown-Fiesta. Spaßfaktor gleich null. Es war traurig, hätte ich mich hier verzehrt. Aber natürlich habe ich mich hier nicht verzehrt. Vielleicht kommt ihr das Box-Minispiel. Ist jetzt schon Game Over. Nee. Rosa. Komm, Rosa. Ja. Wie gesagt, die mit dem roten Helm. Brauchte gar nicht erst versuchen zu bekommen. Komm, nimm die Rose. Supi, das war ein Schande. Gott, es war nicht mal Mittag. Ich habe am Morgen schon alle Rosen verkauft gehabt. Oh nee, schon wieder das. Das ist so weird, ey, wenn du jemandem zeigst, seinem Freund oder Freundin, dieses Minispiel denkst du auch so. Was zum Geier ist das? Ich finde das mit eins der verrücktesten Minispiele ever. Los, fahrt und bild die Brücke. Perfekt. Ich frage mich, was das bringt, weil wir wollen jetzt die Banane erreichen. Nein! Nein! Das war so richtig, das war perfekt.
genau in der Mitte. Müsst du doppelte Punkte geben. Was ist das überhaupt für ein Schwanenmobil und das ist so ein random Piratenschiff? Das ist so geil. Fehlen einem die Worte. Ich wähle dich, Papier. Stein. Papier. Schere. Stein. Komm schon. Das muss ich vernichten. Yes. Oh nee, nicht das. Das Minispiel ist kacki. Aber ich glaube, das war ein guter Wurf. Das war ein guter Wurf. Ciao. Der Typ mit den Fahnen denkst du. Was? Die ist aber weit geflogen. 62, 12 mehr als eben. Lernkurve ist da. Oh nein, das. Hier ist ein kleiner Fehler. Das war es auch schon. Wow. Du hast es verkehrt gemacht, wollte gerade sagen. Das letzte Zeichen haben alle richtig. Und das war es auch schon. Pfsch, voll dreist, ey. Strengste Lehrer der Welt. Kloppt dann einfach mit so einem Fächer da drauf. Ist hier wieder so ein Pistolentyp für extra Munition? Ja, da unten. Ist echt essentiell, dass du den abfeuerst, um halt die Munition zu bekommen. Oh, ich treffe den nicht mehr. Was ist das kacke hier? Ja, Leute, ich habe keine Schüsse mehr. Game over. Oh, ich bin so schlecht. Das tut mir leid. Hier, dieses Schießbull-Minispiel, das liegt mir überhaupt nicht. Und Schießbull gibt es heute bei in Ape Escape 3. Beziehungsweise... Oh, wenn sich das dann so dreht. Ach, das hat schon gereicht. Beziehungsweise da gibt es halt diese Marktstände. Cool, ein Free Run. Oh Gott. Wie oft haben wir dieses Minispiel schon im Let's Play? Okay. Scheinbar muss ich mich doch mal ein bisschen konzentrieren. Aber wie oft hatten wir dieses Minispiel schon? 15 Mal? Kommt hin. Wir haben das bestimmt schon 15 Mal. Ach du Kacke, und ich schaff's das erstmal nicht, weil ich irgendwie keinen Bock mehr auf das Minispiel hab. Ich bin mir jetzt ehrlich. Ich hab einfach keine Lust mehr auf das Minispiel, ja. Leute, ich hab's nicht geschafft. Schande über mein Haupt. Ich hab's nicht geschafft. Tja. Selbst ich kann dieses mega einfache Minispiel mal daneben holen. Oh, nicht gut. Guck mal, wie ihr schon guckt. Richtig dissatisfied. Da. 6 von 9, 69, nice. Zählt trotzdem als geschafft. Wann zählt es als nicht geschafft? Wenn du nur 4 gerettet hast. Oh mein Gott, jetzt kommen so halt die extra Minispiele. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber das ist cool. Das Minispiel liebe ich ja. I love it. Da kam zweimal der blaue Pippertron, falls ihr euch erinnert. Also mein Würfelglück gerade, man könnte meinen, ich habe irgendwie Sheets eingestellt. Habe ich aber nicht. 6, 6, 5, dreimal getroffen, dreimal vernichtet, gewonnen. Wow. Das war super. Wassermelone, Ananas. Komm, gib mir die Wassermelone. So ein Scheiß. Hallo, gib mir jetzt die Wassermelone. Ja, Ananas kommt erst als zweites. Der Typ gibt keine Wassermelone mehr. Du hast mein Lebensmittel verschwendet. Du kriegst keine Wassermelone mehr. Ja. Oh Gott. Das Minispiel ist auch so einfach.
Apropos Einfamilienspiele, wie geht's? Scheiße. Der Typ hat's drauf. Nein, hat er nicht. Ich wollte euch nur ein bisschen auf die Folter spannen. Komm, wir müssen wieder die Zeit auf 69 haben. Spaß. Ich stell mich nur gerade ein bisschen an. Goodbye. Oh nein! Fällt der Clip runter? Nein, das Völkerball-Spiel. Ich liebe Völkerball im Real Life. Ich hasse es in diesem Spiel. Ich verkacke das irgendwie immer. Okay, vielleicht soll ich mich einfach mehr konzentrieren. Wetten, wer trifft mich wieder? Ach, das war's schon. Das war's schon. Was zum? Okay. Das war nicht wirklich schwer. Ist gut. Wir kennen die Intro-Sequenz. Wir kennen das Spiel. Sollte eigentlich ein sicherer Sieg sein. Wie die Affen direkt ankommen, wenn man ein paar Bomben gefangen hat. Ist irgendwie lächerlich. Was? Du hast eine Bombe? Wir sind sofort da. Oh mein Gott. Es entsorgt werden, die Bomben. Gott, ist nicht cool, wenn du von A nach B laufen musst. Also von ganz rechts nach ganz links. Oder umgekehrt. Nur noch 5 Bomben. 1. 2. 3. Oh Gott, war es knapp. 4, 5. Zippi. Oh nein, ich wollte schon sagen, bitte kein Ninja-Spiel. Was kommt? Richtig. Ninja-Spiel. Oh Gott, Leute, das wird so schwer. Er macht halt. Hier gehen wir rein. Ja. Wir sind jetzt auf 6, haben wir nur 60 Sekunden. Mann, das Zeitlimit ist so arschig. Boah, knapper ging es nicht, oder Mädchen? Echt, knapper ging es nicht mehr. Das war rekordverdächtig, Leute. Wir haben 36 Sekunden Zeit gehabt. Ja, gegen Ende des Let's Plays verstehe ich langsam das Ninja-Spiel. Apropos Ninja. Apropos Ninja. Wie? Keine Phase 2. Was ist das für ein Quatsch? Oh, Leute, Game Over. Das war's. Also, manche Minispiele liegen mir echt nicht. Ist aber auch gut so. Denn niemand sollte alles können, finde ich, im Leben. Ist doch blöd, wenn einer direkt alles kann. Jeder hat halt unterschiedliche Stärken und meine Stärke ist definitiv nicht das Air-Hockey. So kacki. Bin schon froh genug, das überhaupt zweimal geschafft zu haben. Aber zweimal habe ich es geschafft im Let's Play. Guck mal, wie schnell die damit arbeiten und die wissen einfach noch, wie man den Puck trifft. Die Geschwindigkeit juckt dem PC gar nicht. Das finde ich krass. Weil so schnell kann ich nicht gucken. Sorry, ich bin keine Göttin, Leute. Sorry, wenn ich euch jetzt enttäuscht habe, aber ich bin keine Göttin. Da mache halt einfach ein Eigentor. Aber ich soll nicht lachen, das ist mir auch schon oft passiert. Leider war. Leider war. Komm schon mal rein. Schon wieder Eigentor. Haha, noch schlechter als das hier. Das hier war echt schlechter als ich. Oh nein. Null 40. Das war so schlecht. Da. Was habe ich gesagt? Weibliche Intuition 0,40. Und ein Typ ist nicht mal losgelaufen. Warum ist er denn verstehen geblieben? Ich verstehe es nicht. Oh Gott.
Lass mich spielen, jetzt auch ein Free-Win, das gewinne ich immer. Gib mir Banana-Ring. Vier Stück. Wisst ihr, selbst wenn die Zombies auf den Boden fliegen, mache ich halt Banana-Ring. Treff die trotzdem. Nee, du verschwindest jetzt. Nein, unten ist einer. Nein. Gott. Gott. Oh Gott. Leute, es wird richtig knapp. Also in diesem Part bin ich nicht gut in dem Zombie-Spiel. Das glaubt doch nicht. Das ist eigentlich immer meine Königsdisziplin. Ich hab keinen Bumerang mehr. Hilfe. Der rettende Hahn. In der Legend of Zelda hast du Angst vor den Hühnern. Hier retten sie jeden Tag. Oh Gott. Das Spiel musst du immer ernst nehmen. Das ist so fies. Nicht gut. Gar nicht gut. Das Spiel ist echt unfair ohne Ende. Aber ich liebe es. Es macht irgendwie Spaß. Permanent unter Druck stehst. Habe ich da gerade einen Schutzengel gehabt? Wie konnte ich das überleben? Die kamen ja aus allen Richtungen. Da habe ich gerade einen Schutzengel gehabt. Nein, nicht das Ninja-Spiel. Das ist echt eins meiner Hassspiele. Sorry, aber I hate it so much. Erstens zieht sich das königliches Minispiel und dann. Weiß nicht. Zeitlimit und so. Ich mag keine Spiele mit Zeitlimit. Und genau deswegen wegen Zeitlimit habe ich jetzt verkackt. Weil ich ganz genau wusste, oh mein Gott, du musst dich beeilen, sonst schaffst du es nicht. Na gut. Gut, Leute, das war der Überlebensmodus. Ich habe nicht lange überlebt, ich weiß. Aber hey. Wir haben jetzt alles mal einmal gezockt. Und nächste Part gibt es die Vitrine. Und natürlich auch mein Fazit zum Spiel. Also, Fazit und Vitrine beim nächsten Mal. Kann ich irgendwo noch die Credits oder so aufrufen? Nee, kann ich nicht. Na gut. Okidok. Also, der nächste Part wird der letzte Part sein. Und ihr seht wirklich alles. Falls ihr es nicht glaubt, ja, Vitrine komplett vervollständigt. Es wird cool. Nicht verpassen. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wie gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!